Wir leben im Copy- und Paste-Zeitalter. Es war noch nie so leicht, vom heimischen Schreibtisch aus schnell an Informationen ranzukommen. Aber was sind das für Informationen? Wo kommen die her? Und was wird aus einer Information, wenn sie einfach unhinterfragt übernommen wird? Viele Gerüchte werden in der digitalen Welt mit Informationen verwechselt. Aber das schnelle Klicken ersetzt niemals das eigene Hinschauen. Rausfahren, sich selbst ein Bild von einer Sache machen, zu den Quellen gehen. Das bedeutet gründliche Recherche. Aber dafür braucht es Zeit und Geld. Deshalb vergibt die Otto Brenner Stiftung jedes Jahr Recherchestipendien. Diese Recherchestipendien sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert. Sie sollen Journalisten die Möglichkeit geben, frei von ökonomischen Zwängen und mit Hilfe von erfahrenen Mentoren Themen zu vertiefen und zu realisieren. Und zur Vergabe darf ich jetzt nochmal aus der Jury Professor Thomas Leif auf die Bühne bitten. Herr Leif, sagen Sie ein Wort zu Stipendien in Deutschland, zu der Situation. Also, als vor 12 Jahren ja hier begonnen worden ist, auch diese Stipendien herauszugeben, dann war das noch ein bisschen Neuland. Und man kann im Grunde sagen, dass sich eine doppelte Lage entwickelt hat. Einerseits eine Flut mittlerweile von Stipendiatenmöglichkeiten in Deutschland, auch mit ganz unterschiedlicher Qualität. Also das ist, der Funke ist übergesprungen. Aber das hat natürlich auch Konsequenzen, dass vielleicht es heute sogar in der Summe zu viele gibt. Was ist das Besondere an den Stipendien der Otto Brenner Stiftung? Ja, das Besondere ist, dass man sich bewirbt und sehr differenziert schreibt, was man machen möchte. Und dass es einen Mentor oder eine Mentorin gibt, die auch als Anstupser, Antreiber oder als Korrektiv wirkt. Und dafür sorgt, dass was Anständiges rauskommt und damit auch eine Begleitung da ist. Also wie eine zweite Stimme, wo man bei wichtigen Sachen einfach einen Impuls gibt oder einen Hinweis. Es gab 20 Bewerbungen in diesem Jahr. Normalerweise werden 3 Stipendien vergeben. In diesem Jahr hat die Jury aber nur einen Antrag überzeugt. Woran lag's? Ja, es gibt ja, wenn man so will, bei der Jury wird sehr intensiv über alles geredet. Alle lesen alles und sind sehr kritisch auch. Und wir haben im Grunde, wenn man so will, wie so eine informelle Regel, dass wir auch ein Bild haben, wie so ein Stipendium aussehen soll. Und es waren gute inhaltliche dabei, aber die waren erkennbar dann auch so gestellt, dass sie im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also eingebettet in der Redaktion sind. Und da ist eigentlich die Mehrheitsmeinung immer gewesen und ziemlich einhellig. Es kann nicht Sinn sein, aus den Geldern, die begrenzt sind, auch noch die etablierten Strukturen zu fördern. Und das ist ja eigentlich der Impuls der Stipendien, dass die gerade die öffentlich-rechtlichen, aber auch große andere Verlage, wo klare Strukturen sind, dass sie das selbst finanzieren. Und da hat man Abstand genommen, weil es ist, kann natürlich sein, dass ein Stipendiat oder eine Stipendiatin was macht und dann später das sendet, kein Problem, aber eigentlich sollen ja die Feature-Redaktionen oder andere so ausgestattet sein, dass sie nicht noch angewiesen sind, dass die Autoren und Autorinnen Stipendien mitbringen. Und das Zweite ist, es gibt so eine natürliche Grundskepsis, ich sag mal übertrieben, jemand will eine große Reise machen und macht eine Reisereportage. Da besteht geringes Interesse und das kam zusammen, sodass wir nachher ziemlich einhellig und schnell gesagt haben, lieber nur eins, wo wir ein gutes Gefühl haben und den Rest lassen wir. Aber das kann sich auch wieder ändern. Welches Projekt war es? Für was haben Sie sich entschieden? Von Philipp Haser aus Köln, der hat die Idee präsentiert, passt ganz gut in die Zeit, wer profitiert vom Bauboom in Köln. Also kann er auch selbst erzählen, noch er will sehen, wie diese Impulse für die Wohnungswirtschaft, wie das sich auswirkt auf Planung, auf Ausweisung von Baugebieten und will verschiedene Datenbanken anzapfen. Also ein genuin kommunalpolitisches Thema und da, das ist eigentlich auch die Idee, bei den kommunalpolitischen Themen gibt es immer eine Hellhörigkeit, weil wir haben ja die Situation, dass eigentlich gerade in der Lokalpolitik, im lokalen Journalismus doch viele bestellte Wahrheiten da sind und auch so eine örtliche Betäubung, manchmal durch die Interessenverbände, die dort tätig sind. Und das hier ist der Gegenakzent. Okay, und wir begrüßen jetzt Philipp Haser und die Stipendiaten vom letzten Jahr, die uns berichten werden.
aber Herr Hauser, sagen Sie doch schon mal ein Wort, wie weit Sie sind, ob Sie schon was Ordentliches erreicht haben. Nee, noch nicht. Ich stehe quasi noch vor dem Stipendium. Ja. Und was war Ihre Motivation, weil nachgefragt worden ist, warum haben Sie so ein konventionelles, lokales Thema genommen? Ich bin als Lokaljournalist in Köln unterwegs in der ganzen Stadt und Wohnungspolitik begegnet einem an allen Ecken und Enden. Und es ist nicht so sehr der Impuls gewesen, mal vor Ort hinzugehen und quasi auf den Boden der Tatsachen zu gucken, weil das machen wir schon sehr oft, das ist unser tägliches Geschäft, sondern es war eher andersrum gedacht, mal zu gucken, zwei Schritte zurückzugehen, zusätzliche Informationen einzuholen, ein bisschen systematischer das Ganze anzugucken, um mal so ein bisschen eine Gesamtschau hinzubekommen. Sonst ist man oft halt im Klein-Klein, im Alltag gefangen. Und diese Perspektive. Und so ein Stipendium 5.000, das ist auch ganz ordentlich, hilft das, dass Sie mal tiefer bohren können? Also jeder, der ansatzweise weiß, wie es um freie Journalisten bestellt ist, gerade bei Lokalzeitungen, weiß, dass das unfassbares Geschenk ist. Das hilft unglaublich, ja. Und der Kölsche Klüngel, der wirklich ja bekannt ist und fast schon wie eine Redewendung. Haben Sie da keine Sorge, dass Sie da nicht durch dieses Betongeflecht durchkommen? Das ist sicherlich eine der Schwierigkeiten, klar. Aber ich gebe mein Bestes. Das ist Beharrlichkeit und der Freiraum, den freien Rücken durch das Stipendium, das wird da helfen. Sehr schön. Dann viel Glück und die alte Redewendung Parmesan und Partisan, beide werden zerrieben. Das ist sozusagen die Übersetzung für Kölschen Klüngel. Hier haben Sie noch vier weitere, die beiden Damen und zwei andere, viel Glück erstmal genau, die noch kurz berichten werden. Damit Sie so einen kleinen Eindruck kriegen, so ein Aroma, was da eigentlich passiert. Vielleicht mit Ihrem komplizierten Thema zuerst, weil wir wollen jetzt nicht nur eine Jubelperser-Story machen, alles ist super, alles ist toll, sondern die Wahrheit ist natürlich, dass es manchmal auch sehr schwierig ist und der Kollege wird uns erzählen, was ihn denn eigentlich bis jetzt nervt und warum er nicht weiterkommt. Ja, das haben wir die Frage gestellt, was Unternehmen, Behörden eigentlich um Missstände, um Probleme intern in der Behörde, auch um Korruption zu entdecken, aufzuklären und auch natürlich präventiv dagegen zu wirken. Und habe mir das systematisch angeschaut, sehr viele Anfragen gestellt an Behörden, einmal aufgrund des Pressegesetzes und des Informationsfreiheitsgesetzes, weil es sehr wichtig ist, die Strukturen anzuschauen, nicht nur mal den einen Korruptionsfall, der mal an die Öffentlichkeit kommt. Und das Ergebnis ist allerdings ein bisschen problematisch aus Sicht der Öffentlichkeit, dass halt viele Behörden gar nicht so diese internen Kontrolleinheiten in Revision zum Beispiel aufgebaut haben und selbst die eine haben, die sind recht inaktiv, haben relativ wenige Berichte und nicht so viele Erkenntnisse, was natürlich aber auch. Also wir waren jedenfalls letztes Jahr sehr überzeugt, der Antrag war ziemlich genau, da haben wir gedacht, das geht mit links. Warum ist es so schief gelaufen bis jetzt? Warum so viele Blockaden? Warum rückt keiner Informationen raus? Ja, ich wundere mich auch, dass die Behörden da sehr intransparent agieren und halt sich mit Händen und Füßen wirklich wehren gegen Auskünfte, die ja berechtigt sind und die Maßnahmen werden ja mit Steuermitteln finanziert. Ja. Da hilft dann natürlich nur hartnäckige Nachfragen und in einem Fall bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit werde ich dann eben auch einfach eine Klage erheben. Ich kann natürlich jetzt in jede Behörde verklagen, muss dann Schwerpunkt setzen, aber da werde ich dann klagen auf Einsicht in Akten der Behörde, um da eben dann auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Ich habe aber auch Dokumente erlangt, habe halt festgestellt, dass es durch Informationsfreiheitsgesetz ja schwierig und langwierig sein kann, weil ich halt nicht fragt, im Bundestag habe ich es als Unterstützung. Und das sieht man aber auch Rechtsverstöße. Man sieht aber auch, dass halt, das ist ein bisschen allgemein so ein Problem in diesen Berichten, die sind schon so formuliert, dass selbst wenn sie an die Öffentlichkeit kommen, recht schwach sind, also dass da halt Probleme sehr verklausuliert ausgedrückt werden. Manche Dinge werden dann ausgeklammert, wenn etwas nicht erwünscht ist. Das haben wir dann Experten auch in Gesprächen bestätigt. Aber der Frust hat sich bei Ihnen noch nicht eingefressen? Nee, man muss ja hartnäckig weitermachen. Machen Sie weiter. Wann werden Sie uns in das Ding die Endfassung liefern? Ja, ich habe mehrere Recherchestränge. Einmal habe ich ja die Klage gegen die DGZ. Das Ergebnis, die Frage war, wann Sie fertig sein wollen. Was schätzen Sie da realistisch? Möglichst. Sagen Sie mal nicht unklar.
Ja, ich denke, dass sie in ein paar Wochen auf jeden Fall da was veröffentlicht. Ich suche gerade Abnehmer und bin da sehr positiv. Ich habe da auch schon wirklich auch Verstöße entdeckt. Ja. Kann da jetzt aber auch nicht im Detail sprechen. Alles klar. Aber Sie bleiben dran, obwohl es hartnäckig ist und Sie haben mal einen Eindruck gekriegt, nicht alles ist einfach im Leben. Vielen Dank. Ja. So, jetzt Hinnerk, Feldwig, Trendtrupp, Name, wo man sich immer für da versprechen muss. Sie haben auch ein super Thema, aber sind auch noch nicht fertig. Woran liegt's? Ja, erstmal möchte ich der Stiftung noch ganz herzlich danken für die Unterstützung, die es gab. Ich mache ein Rechercheprojekt zur Finanzierung psychiatrischer Kliniken, wo es gerade eine große Reform gibt, die in den Medien relativ unten durch wischt oder kaum reflektiert wird. Ich bin gerade dabei, den Abschlussartikel fertig zu machen und will ihn in den nächsten Wochen veröffentlichen. Gewisse Verzögerungen gibt es natürlich immer. Es ist ein sehr aufwendiges Thema. Ich habe mit vielen Ärzten und Patienten gesprochen. Können Sie uns, weil wir nur Endverbraucher sind, einfach die drei Essentials sagen, warum es erkrankte Menschen gerade im Bereich Psychiatrie, warum das schiefläuft, was die drei größten Defizite sind? Man hört ja immer, fast ein Drittel der Menschen ist im Laufe des Lebens betroffen. Was sind jetzt Ihre Kernsachen, ganz einfach erklärt, was Sie herausgefunden haben? Ja, ein großes Problem für Patienten ist, dass in Deutschland die Behandlung in sehr verschiedene Sektoren aufgeteilt ist. Das heißt Krankenhäuser, ambulante Behandlungen und auch Gemeindepsychiatrie zum Beispiel. Aber es viel zu wenig Zusammenarbeit gibt zwischen den verschiedenen Orten, an denen Menschen behandelt werden. Und dann zum Beispiel jemand, der ein paar Wochen in der Klinik war, plötzlich auf der Straße steht, keinen Bezug mehr hat zu den alten Ärzten, Pflegern und so und relativ alleingelassen wird. Da gibt es die UN-Behindertengerichtskonvention, die auch für Psychiatriepatienten eigentlich klar sagt, dass sich das ändern muss und dass alles auf den Patienten individuell optimiert werden muss. Und das Zweite? Eine zweite Sache ist, dass eben jetzt gerade dieses neue Finanzierungssystem eingeführt wird und alles deutlich schematischer ablaufen wird als bisher und zum Beispiel Kodierfachkräfte eingestellt werden von den Kliniken, die eingeben, welche Diagnosen die Patienten haben, anstatt Pfleger einzustellen. Da gibt es Tendenzen, sodass es weniger Personal gibt zur Behandlung der Patienten. Spannendes Thema, aber Sie sind auch zuversichtlich, dass bald sozusagen der Zenit erreicht ist. Ja. Wichtiger Punkt ist ja, dass die Leute, die Stipendien haben, oftmals auch natürlich Jobs suchen nebenbei und dann irgendwie abgefangen werden und dann weiterarbeiten. Aber Sie sehen, alles auf einem guten Weg. Zum Schluss sozusagen, auch auf dem Titel sehr sperrig, die beiden Kolleginnen, und zwar, wer profitiert von Polens Sonderwirtschaftszone? Das hört sich auf den ersten Blick auch schwierig an, aber es gab viele Protégés in der Jury, die das unbedingt wollten und es hat sich ja offenbar gelohnt. Sagen Sie ganz kurz was Sie rausgefunden haben. Also wir haben uns Sonderwirtschaftszonen in Polen angeguckt unter der Fragestellung, wer profitiert eigentlich, wie der Titel auch heißt, und haben Arbeitnehmer besucht, Gewerkschafter besucht, Unternehmer besucht. Genau, willst du weitermachen? Ja, und ich meine, um jetzt nochmal die Antwort auf diese Frage zu geben, wer profitiert davon? Es war für uns von vornherein klar, dass es eben vor allem die Unternehmer sind, sonst würden sie auch nicht dahin kommen. Wir waren doch erstaunt zu sehen, in welchem Maße, also wie viele Steuergelder sie dann doch einsparen in Polen, auch wie sie an den Arbeitnehmern sparen. Da haben wir durchaus nicht mit solchen Erkenntnissen gerechnet. Auf der anderen Seite ist die Frage natürlich nicht so leicht zu erklären, also nicht so leicht zu beantworten, wer profitiert. Also sind nicht nur die Unternehmen, es sind auch Politiker, ne, die sich damit schmücken, weil sie irgendwie es doch geschafft haben, ein paar hundert Arbeitsplätze zu schaffen. Es sind natürlich auch Unternehmensberater. Und die Frage ist halt, inwieweit die Menschen davon profitieren, und die kann man nicht so leicht beantworten. Und ja. Sie haben auch in Ihrem Bericht geschrieben, dass die sogenannten Protagonisten, also die Betroffenen, sehr ungern in die Öffentlichkeit gegangen sind und nicht gerne ihnen selbst Interviews gegeben haben. Also die Angst ist offenbar da, auch präsent zu sein mit einer Aussage. Ja, ich glaube, das Problem ist gerade in den ländlichen Regionen, da gibt es dann drei große internationale Konzerne, die bieten 80% der Jobs in der Region. Und wer da nicht unterkommt, der muss halt schauen, ob er ins Ausland geht, um zu arbeiten, oder ob er irgendwie schwarz arbeitet. Und das ist halt ein großes Problem, dass man die Leute eben zum Sprechen bringt, auch mit Namen. Und Aber Ihnen ist gelungen. Und dann ist es ja, obwohl es so ein sperriges Thema ist, haben Sie es ja eigentlich wunderbar vermittelt. Halbstündiges Feature im Bayerischen Rundfunk, ja, ist doch schon mal was, oder nicht? Sperriges Wirtschaftsthema, sind Sie denn nicht ein bisschen stolz?
Naja, wir sind ja noch nicht fertig. Also, ist nur die Zusage da. Was? Also, was ich hier jetzt gelesen habe, ist ein halbstündiges Feature, ist das im Juli 2016. Ja, also ja, aber wir sind immer noch an dem Thema dran. Ja. Und also das nächste, was jetzt in Planung ist, ist ein Feature bei Deutschlandfunk. Und naja, je weiter man recherchiert, umso interessantere Dinge findet man heraus. Und dementsprechend, irgendwann mal ist man tatsächlich, also so vielleicht nicht mehr so stolz auf das, was man davor herausgefunden hat. Gut. Wenn man hofft, noch besser das zu erzählen. Also quasi Qualität kommt von Qual, das ist so der andere Antrieb. Ja, das ist jetzt keine falsche Eitelkeit. Okay. Das verstehen Sie nicht. Brauchen wir nicht. Also Sie sehen positiv, auch noch eine Wiederholung, glaube ich, im SWR und noch weiteres. Ein sehr erfolgreiches Projekt. Text in der deutschen Ausgabe von Le Monde und in der Taz. Also herzlichen Glückwunsch auch den anderen noch, die noch zu Ende bringen wollen. Sie sehen, es kann was werden und ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck gekriegt, dass diese Arbeit an den Stipendien sehr produktiv und sehr sinnvoll ist. Vielen Dank an alle und viel Glück weiter.